Herzlich willkommen, liebe Modellbaufreunde, hier beim Auhagentreff. Ja, man kann schon fast sagen, alle Jahre wieder, denn wie auch im letzten Jahr, so wollen wir dieses Jahr im Herbst Ihnen auch einige Produkt- und Firmeninfos zukommen lassen. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern an meiner Seite sind auch hier wieder die beiden Firmenchefs der Firma Auhagen, der Robert Werner und Markus Hillig. Hallo, grüße euch. Hallo. Hallo Mike. Wunderbar, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt. Das wird bestimmt wieder eine tolle Sendung. Und wir haben natürlich nicht nur rein informativ was für Sie vorbereitet, sondern auch richtig guten Modellbau. Wer könnte das besser machen als der Alexander Pecini? Hallo Alex. Hallo Mike. Alex, ich habe gesehen, du sitzt im neuen Studio. Wie gefällt's dir? Also, ich muss sagen, ist euch richtig gut gelungen. Stuhl knarkst nicht, Arbeitsplatte ist auch super. Hell ist es auch. Nach draußen gucken kann ich auch. Aber ich muss sagen, ein bisschen ziehen tut's trotzdem. Und ich habe keinen Kaffee. Oh, das ist nicht gut. Andreas, kannst du ihm mal bitte schnell einen Kaffee bringen? Ja, geht zu machen. Kein Moment. So, also Alex, Kaffee ist in Arbeit. Hast du für uns schon was vorbereitet? Ja, wir befassen uns heute mit dem neuen Multicar M24 Kofferaufbau in der Spurweite TT. Was wir damit machen, verrate ich noch nicht. Da lassen Sie sich einfach überraschen. Oh, ich sehe, mein Kaffee kommt. Dein Kaffee kommt. Ja, Alexander, dass du super. Ihn frierst und das mit Dankeschön. Dem Fenster, tut mir leid. Ja. Du weißt, Handwerker heutzutage. Keine Chance. Ja, macht nichts. Kriegen wir hin. Ja, Kaffee ist da. Bausatz ist da, ich denke, es kann losgehen. Na, dann denkt ihr mal was Schönes aus. Wir sind sehr gespannt, was draus wird. Wir sehen uns nachher wieder. Bis dann. Alles klar, bis denn. Markus, sag mal, wie hat die Firma das Jahr jetzt erlebt? Ja, wir sind ganz gut durch das Jahr gekommen. Trotz der widrigen Bedingungen zum Teil haben wir es geschafft, unsere Sachen lieferbar zu halten, konnten alle Kundenwünsche erfüllen. Und haben wieder viel Augenmerk auf die Neuheiten gesetzt, dass wir die auch pünktlich ausliefern können, dass wir dort die gewohnte Qualität liefern können. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen und das werden wir auch an den Herbstneuheiten dann sehen, wenn wir die dann mal besprechen. Robert, ihr habt ja nicht nur mit den Produkten immer wahnsinnig viel zu tun, sondern ihr habt dieses Jahr auch wirklich andere große Baustellen gehabt in der Firma. Es ist so, dass für die Produktion ja ganz viel notwendig ist und wir sind einfach dabei, die Produktion zu optimieren. Und Systeme dafür aufzubauen, dass das besser läuft, dass wir das abschätzen können, was wann wo gebraucht wird, sodass die Strukturen insgesamt neu aufgebaut werden oder verbessert werden. Und des Weiteren haben wir eine neue Homepage gemacht, dass die mit allen Geräten ohne Probleme abrufbar ist, sich das anpasst, das Ganze. Und da gab es ja ein kleines Missverständnis mit dir. Du hast ja erst das so verstanden, dass du die bauen sollst. Ja. Und hab mich da auch sehr gewundert. Gucken Sie einfach mal rein, gibt einen kleinen Film dazu. Viel Spaß. Hallo liebe Modellbaufreunde, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie aus meiner Werkstatt. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Ich soll eine Webseite bauen. Bauen? Das ist neu für mich. Aber gemeinsam mit Ihnen werde ich es schaffen. Was brauchen wir? Ein bisschen Holz, Kleber und Pinsel, Farbe und Frischluft. Buchstaben nicht vergessen, es soll ja was zu lesen geben. Auf Bilder verzichten wir am Anfang. Das wird alles überbewertet. Hä? Was war das? Ach, eine Nachricht. Aha. Auhagen ist schon selber fertig. Na, schade. Naja, so ist das auch gut. Mensch, Mike. Da hattest du aber ordentlich zu tun, oder? Wie lange habt ihr denn dafür gebraucht? Hör bloß auf, also das war schon mega anstrengend irgendwie, die ganze Zeit die Klamotten wechseln. Und das war wieder so eine spontane Idee vom Andreas. Wir haben das echt in ein paar Stunden durchgerissen sozusagen.
Und dann immer dabei noch den Text merken. Dann, was hatten wir davor an? Was machen wir, was ziehen wir jetzt an? Also das war echt anstrengend, aber ich finde es schön. Genau. War sehr lustig. Ja. Gut. Also ich verspreche auch, ich baue hier keine Internetseiten. Ja. Robert, wir haben vorhin schon gesagt, ihr habt ja viele Baustellen hier in der Firma, aber ihr habt auch wirklich real gebaut. Ja, wir haben auch wirklich real gebaut. Wir haben ja immer wieder das Problem, dass bei uns der Platz fehlt. Wir haben einen gewissen Lagerbedarf und der hat sich ja auch noch erhöht durch die ganzen Schwierigkeiten, dass man das Material nicht rankriegt. Und da haben wir also im Spritzguss ein Podest erweitert, wo jetzt also oben die Farbstoffe für das Spritzen gelagert sind, dadurch anderer Platz wieder frei geworden ist. Und unten drunter werden dann die Fertigwaren gelagert und noch ein Büro für den Spritzguss ist da entstanden. Neuheiten. Wie sieht's aus? Wie ist denn da der Stand? Habt ihr alles schon ausgeliefert, M24 TT? Also Stand sieht gut aus. Wir haben die Neuheiten im März schon ganz gut ausgeliefert. Wir haben die Juli-Sachen pünktlich ausgeliefert mit dem M24 in TT. War ja hauptsächlich TT. Ach, der war ja schon draußen. Ach, ja, Mensch. Die angekündigten Neuheiten für den Herbst sind jetzt schon im Handel erhältlich. Den einzigen kleinen Wermutstropfen, den wir haben, der M22 in N. Der kommt ein ganz klein wenig später, der wird bis Ende Oktober ausgeliefert. Einfach der Grund, wir wollen dort die Qualität natürlich liefern, die wir bei den anderen Spurweiden auch schon haben. Und daher verzögert sich das da etwas, dass die Werkzeuge wirklich da die gleiche Qualität auch bekommen. Ja. Gut, also da wird keiner böse sein, da halten wir die Spannung noch ein bisschen aufrecht. Ja, Markus, noch ein Thema, was natürlich nicht nur mich, sondern auch die Zuschauer interessiert, Unterbaumodule. Unsere Unterbaumodule, ja, die sind wirklich super gestartet. Im Mai haben wir losgelegt damit. Dann war leider ganz schnell das Material alle. Und da sind wir weiterhin dabei. Materialbeschaffung ist nach wie vor der Engpass. Wir sind mit unserem Tischler dran, dass wir dort natürlich so schnell wie möglich wieder nachliefern können. Und da sieht es momentan immer etwas noch schwierig aus. Es werden zugesagte Liefertermine nicht gehalten. Es ist einfach nicht da. Wir haben zwar hier viel Hals vor der Haustür. Sagen, hier vor der Haustür geht es los mit Wald. Aber das ist kein Fichtenholz, was wir für die Sperrholzplatten da verwenden, nur für die Beine. Das ist nicht so einfach. Aber wir sind dran und ich gehe mal davon aus, dass wir wirklich im November wieder liefern können. Und wir wollen das System ja auch noch ein bisschen ausbauen. Wir haben ganz viele Anregungen bekommen von unseren Kunden. Zum Beispiel machen wir längere Beine oder irgendwie einen Übergang mit einer Ecke. Das sind so ein paar Sachen in Planung, die wir natürlich dann erst realisieren können, wenn Material da ist. Aber mit unserem Tischler zusammen sind wir da auf jeden Fall dabei. Und es ist natürlich nicht nur eine Frage des Holzes, sondern ich war neulich mal im Baumarkt und bin fast nach hinten übergekippt, was mittlerweile so Holz kostet. Also es war teilweise bis dreimal mehr, was man bezahlt hat. Ja. Etwa der dreifache Preis von dem Sparholz beispielsweise, was da aufgerufen wird. Und man muss natürlich immer sehen, dann, es gibt ja die Preisspanne, bleibt ja trotzdem noch, da kriegt man es vielleicht eher, aber ich sag mal, zu teuer kann man es auch nicht einkaufen, weil dann rechnet es sich irgendwo nicht mehr. Muss man immer abwägen dann. Gut, dann kommen wir nochmal zu einem kleinen Thema zurück. Der Markus hat es ja schon angesprochen. M24 in TT, natürlich ist ja schon längst im Handel, habe ich wieder nicht aufgepasst. Jetzt gehen wir aber mal zum Kai in die Konstruktion und der zeigt uns mal, was eigentlich alles vonnöten ist, damit so ein schönes Modell entsteht. Was ich dir zeigen kann, ist schon ein paar Werkzeugteile vom DT Multicar. Das ist Fahrerhausrückwand, ein Schieberteil und das ist die Beifahrertür, also die Beifahrerseite komplett. Ja. Ja, so sieht das aus. Ich kann meine Kamera zu halten. Und eben aus den Erfahrungen, die wir hier mit dem TT-Modell, was nicht im Mini oder Minicar erscheint. Das ist Auhang-Modell. Das ist normal Auhang-Modell. Genau. Ja. Aber die Erfahrungen, die gehen dann natürlich auch in das H0-Modell Minicar mit ein. Also wenn ich das sehe, das ist nicht einfach nur ein Modell, was gemacht wird, sondern es ist wirklich hochpräzis.
Also das ist wirklich High-End schon formbautechnisch, oder? Ja, das ist, muss es auch sein. Da steckt viel Gehirnschmalz drin, um das erstmal formtechnisch so hinzubekommen. Und es muss auch präzise gefertigt werden, um wirklich exakte Formteile dann herauszubekommen. Also Mike, ich zeig's dir mal. Das ist der sogenannte Werkzeugkern. Die Löcher, die hier noch drin sind, sind später die Auswerfer drin, die das Teil dann auswerfen. Dazu gibt es vier sogenannte Schieber oder auch Backen. Das ist der jetzt für die Rückwand. Das ist der für die Front, da kommt so ran. Und dann gibt es halt noch zwei links und rechts, oder links und rechts, für die Seiten. Und dann gibt es halt noch einen fürs Dach. Und drumherum ist auch noch ein ganzes Werkzeug mit den Führungen und halt was noch dazu gehört. Und das ist ja das gleiche Modell, was bei Minicar kommt, der M24. Und kannst du mir da schon was verraten? Was hat denn der dann für Ausgestaltungsdetails? Kannst du da schon was sagen? Also in H0, der Minicar, Multicar wird Türen bekommen, die offen darstellbar sind. Doch, haben wir uns vorgenommen. Haben wir ja schon beim D170 Bagger ausprobiert. Ist, glaube ich, auch sehr gut angekommen. Ja. Weil das ja wirklich sehr filigran aussieht. Ja. Und gerade die Fahrzeuge fahren ja nicht auf der Modellbahn. Sie sind ja Statisten. Und bei einem stehenden Fahrzeug, warum sollte nicht die Tür auf sein? Was weiß ich, der Fahrer mal kurz rausgesprungen ist, ein Brief im Briefkasten oder halt sowas. Genau, also es ist viel besser einsetzbar dann dadurch das Fahrzeug, dass ich eben auch mal wie im wahren Leben eine offene Fahrertür habe oder irgendwas anderes. Und jetzt ist ja eine Frage, die dann mal kommt, ja, rollen da auch die Räder? Die Räder werden sich drehen, wenn der Bastler sparsam mit Klebstoff umgeht. Okay, Kai, es gibt ja nun nicht bloß, also die Marke Minicar steht ja nicht für Multicar, es gibt ja auch ein Modell, das ihr schon vorgestellt habt, als Handmuster war es ja schon zu sehen, der Leutewagen. Genau, da haben wir jetzt, da ist eigentlich, jetzt ist mir gerade noch die Zugdeichsel abgefallen. Das ist immer wieder faszinierend, was die Jungs und Mädels da so an Detailtreue rausholen können und wie das technisch umgesetzt wird, die Ideen, die wir da haben. Ja, vor allen Dingen, dass die Modelle dann auch wirklich filigran werden. Ja. Markus, ganz anderes Thema, Seminare. Seminare mussten wir leider nochmal absagen für dieses Jahr, die Herbstseminare. Wir sind drauf und dran zu planen für nächstes Jahr, je nachdem, wie die Situation ist. Werden wir das einfach sehen, wenn wir wieder starten können. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir die Seminare wieder machen können. Wir haben ja schon fast so eine kleine Familie dadurch und das ist immer sehr lustig und viele gute Ideen und vor allen Dingen sehr angenehme Gespräche haben wir da immer zu den Seminaren. Es sind oftmals die gleichen Leute, die kommen, die sprechen sich zum Teil schon untereinander ab. Hey, wen gehst du und wann machst denn du das Seminar? Und ja, wir haben aber auch immer großer, neue Leute da. Genau, also das immer, auch immer wieder neue Leute, immer ein großer Drang auf die Plätze, sobald sie freigeschaltet sind. Aber es sind auch wirklich immer gute Ideen, die da zustande kommen. Wenn man sich mit den Leuten unterhält, die haben wirklich super Ideen. Und um den Übergang jetzt, bis die Seminare wieder durchführbar sind, etwas leichter zu machen, gibt es ja die Meisterschulen. Bis jetzt haben wir ja 4 Stück dieses Jahr schon an den Start gebracht. Und da gibt es ja wieder noch ein schönes Thema. Wir wollen das weiterführen. Halt, aber nicht verraten. Bitte nicht verraten, das Thema. Nee, soll ja heimbleiben. Ja, okay. Ja. Na dann. Also, wenn wir es nicht dürfen, dann... Also es wird was Neues kommen. Aber zum Thema Meisterschule fällt mir ein, wir gehen jetzt zum Frieder Theumer. Ist im Übrigen ja auch ein Seminarteilnehmer. Der hat sich nämlich mal mit einem Meisterschulkurs schon beschäftigt, nämlich mit der Steinbrücke und dem Wasserlauf. Den haben wir einfach vor ein paar Tagen mal besucht und wir schauen mal rein. Modellbau mache ich ungefähr seit dem 6. Lebensjahr. Dort gab es von der Bahn mal eine Kinderweihnachtsfeier und dort habe ich den ersten Modellbausatz bekommen. Das war der Bahnhof Hagenau in Auhagen. Dann habe ich mir im Prinzip als Jugendlicher eine Anlage gebaut, die dann nochmal vergrößert.
Ja, das war ja damals so, dass die Firma Auhagen im Prinzip bei uns von den Modellen her weitaus präsent war. Hieß zwar damals nicht Auhagen, sondern war ja VEB Ferro. Aber das war eben das, was bei uns im Wesentlichen erhältlich war. Und damals noch mit größtenteils Pappe und dann mit Zusatzteilen Plaste und dann ging das ja im Prinzip die Entwicklung weiter. Aber das war von der Region her im Prinzip schon das Passendste. Seminare habe ich das erste geschenkt bekommen zum 60. Geburtstag von meinen Kindern und noch einen Bekannten mit. Und das war im Prinzip das erste Seminar und das hat mir im Prinzip extrem gut gefallen. Und seitdem war ich eigentlich fast jedes Jahr einmal oder zweimal zum Seminar. Ich habe zwar schon lange Modellbau betrieben, sage ich mal, aber genau diese Geschichte mit dem Altern, dort habe ich mich selber nie so richtig rangetraut, weil man kann da, sage ich mal, viel versauen. Aber das war im Prinzip mit das Erste, was wir dort ein bisschen gelernt haben. Und das hat mir im Wesentlichen gefallen. Und es gibt dann immer was Neues, was man noch nicht gemacht hat. Immer wieder eine andere Herausforderung, auch vom gesamten Kollektiv und den Leuten her. Und das passt alles. Wenn man sich dann abends und so unterhält, dann kriegt man irgendwie, der macht das vorwiegend oder der macht das vorwiegend. Und da kann man mal noch was mit abhorchen und was Neues dazulernen. Das war im Prinzip, weil die Seminare ausgefallen sind durch Corona und dann gab es durch eine E-Mail im Prinzip die Information, dass es sowas gemacht wird. Und das haben wir dann im Prinzip runtergeladen. Was ich mir bestellt hatte, das war im Prinzip hier diese Brücke aus einem Block. Und die Herausforderung für mich bestand eigentlich, das aus diesem Block rauszuschneiden und rauszukriegen. Das sowas hatte ich im Prinzip auch noch nicht gemacht. Dann habe ich mal gesagt, das probierst du mal. Und das war im Prinzip dann das, was gut funktioniert hat, muss ich sagen. Die vorderen zwei Teile, die hatte ich im Prinzip gebaut. Im Winter stelle ich die in der Werkstatt unten ans Fenster mit Beleuchtung und so. Und dann habe ich mal gesagt, das andere musste irgendwie einordnen. Und dann habe ich das mit der Brücke im Prinzip als hinteres Teil für die Burgruine noch ergänzt, habe das, um das auf das Rastermaß zu bringen, nach hinten noch ein bisschen verlängert und da dann noch Platz vorhanden war, habe ich dann hinten noch einmal ein kleines Blickfang, sage ich mal, dazu gebaut mit diesem Feuerwehrauto. Und das musste ja dann irgendwie weitergehen, um an das Nebenstehende noch anzupassen. Und dann habe ich einfach das Stück mit diesem Berg und dem Feld und der Straße, die nach hinten führt. Da die Straße nach hinten führt und der Fluss nach hinten führt, also sind noch weitere Möglichkeiten da, das nochmal zu vergrößern, wenn es irgendwo der Platz hergibt. Ich baue Gebäude, was mir halt eben gerade so gefällt oder was irgendwo dazu passt. Und dann baue ich natürlich das in die Landschaft irgendwie passend ein und dann die Verfeinerung. Also das mache ich im Prinzip auch gerne. So ein bisschen die ältere Geschichte mit Holzstapel und solchen Dingen, Stücke Fluss und, oder Bach mit Steine und ein bisschen Wald und Gestrüpp, das mache ich im Prinzip gerne. Das ist schon klasse, oder? Das ist schon super. Da staune ich immer wieder, was da so aus unseren Modellen umgesetzt wird und das freut uns auch immer sehr und das ist auch sehr interessant und auch immer sehr individuell, also nicht alles gleich aufgebaut, wirklich sehr individuell. Aber das macht der Modellbau letztendlich aus. Und das macht Modellbau aus und da freuen wir uns auch auf die Messen, dass wir dort einfach den Kontakt haben zu den Modellbahnern und dort immer wieder Gespräche führen können. Das ist auch wichtig, oder? Das ist auf jeden Fall ganz wichtig für uns. Natürlich kann nicht jeder Vorschlag bei uns umgesetzt werden, das ist einfach nicht möglich, aber es sind so, das ist einfach der Input, den man kriegt von den Leuten, wo man sagt, okay, das ist für denjenigen interessant und das für denjenigen. Und daraus müssen wir dann was machen. Und da kommen natürlich auch immer ein Haufen Fragen, aber es gibt, glaube ich, auch so Fragen, die immer gestellt werden, oder? Ja, das ist einfach so. Also ein Klassiker ist da einfach, ihr habt das Modell in der Nenngröße, ihr braucht es doch nur noch zu skalieren. Und schon habt ihr das
von Honnull in DT oder doch einfach, oder? Wenn ihr es schon mal habt, dann... Ja. Ja, hier geht es doch auch, ganz oder? So einfach ist das nicht. Die Proportion über einen Klick habe ich sofort in einem anderen Maßstab. Aber es gibt ganz viele Sachen, die einfach bei der Umsetzung zu beachten sind. Das sind Wandstärken, das sind die Größe von Details, also beispielsweise Nieten oder Schrauben oder irgendwas, eine Türklinke, die wir natürlich in N viel mehr überdimensional darstellen müssen einfach, damit sie fertig ist. Das wollte ich gerade fragen, Robert. Wenn du hier ein Niet oder eine Schraube darstellst und du würdest das runterskalieren, ist das hier noch sichtbar? Also würde man es noch erkennen können? Also man wird das fertigungstechnisch sicherlich in irgendeiner Art hinkriegen. Gibt es auch Technologien, die sehr feine Sachen machen kann. Aber mit einem höheren Aufwand, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann ist es auch, dass es optisch halt nicht so rüberkommt. Man muss einfach bestimmte Sachen in den kleineren Größen, nicht zu sehr, aber ein klein wenig übertreiben, damit sie sagen, sind einfach typische Sachen. Das wirkt sich natürlich auch auf den Preis aus, oder? Ja, sicherlich ist das so. Die eigentliche Vorleistung ist ja so, wenn wir eine Recherche machen, dann ist das auch schon prinzipiell egal, für welche Spurweite das ist. Das ist außen vor. Aber dann geht's los. Dann mache ich die Konstruktion für meinetwegen H0 und ich weiß, ich will das in anderen Spurweiten noch umsetzen. So wie wir es ja hier stehen haben. Und macht die Anpassungen, die dann da sind. Und diese Anpassungen, die kosten auch unheimlich Zeit. Man muss sich halt die Gedanken nehmen, wie kann ich es machen, dass es passt, dass die Größe, die Wandstärken und alles und dass aber auch die Proportionen nicht verloren gehen dadurch. Und man darf ja nicht vergessen, es geht ja nicht nur um das Modell, sondern da hängt ja auch noch richtig was mit dran, oder? Es hängen ja noch viel mehr Sachen dran. Wenn das Modell da ist, also die Teile geschmutzt sind und so weiter, dann ist ja trotzdem noch die Bahnleitung zu machen, das ist die Verpackung zu machen. Sicherlich der Grundschritt ist dann hier beispielsweise bei der Bahnleitung der gleiche, aber erstellt werden muss es trotzdem. Ja, man kann das auch nicht einfach so übernehmen dann. Und es muss die Verpackung gemacht werden. Ob ich jetzt das für H0 oder für das Modell oder das Modell mache, ist eigentlich egal prinzipiell. Es muss in die ganze Warenwirtschaft und die ganzen Sachen mit eingepflegt werden. Und da ist der Aufwand, ob ich das jetzt in H0 oder TT habe, und ob es das gleiche Modell ist, eigentlich relativ uninteressant. Und man darf auch nicht vergessen, für eine Verpackung, für eine Bauanleitung und so weiter müssen natürlich auch noch Fotos gemacht werden, für einen Katalog und so weiter. Und da ist es auch egal, ob ich ein H0-Modell habe oder Sicherlich haben wir manchmal das, dass wenn wir die Form noch nicht fertig haben, dass wir dann sagen, okay, wir stellen beispielsweise das H0-Modell vor als Bild und sagen, okay, das ist das H0-Modell. Aber letztendlich für das richtige Produkt dann brauchen wir trotzdem von jeder Größe wieder ein Bild oder mehrere Bilder, was wir dann vorstellen und was wir den Kunden zeigen. Wahnsinn. Also ich bin sowieso immer wieder erstaunt, wie viele Werkzeuge dafür benötigt werden. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal in den Spritzguss zum Mike Reichel. Der zeigt uns da einiges. Also wir befinden uns hier in unserem Werkzeuglager, wo wir unsere Werkzeuge für unsere Produktion immer entnehmen und auch wieder einlagern. Wir bekommen von unserer Produktionsleiterin einen Auftrag in unsere Abteilung. Da gibt es hier diverse Musterkästen und da sind die ganzen Teile hier aufgelistet, die wir so benötigen. Der Musterkasten sagt mir, in welchen Farben ich das zu spritzen habe, ob das bedruckt wird zum Beispiel. Ob ich was einlesen muss, das kann ich daraus annehmen. Und ja, wir haben ja nicht bloß dieses zu spritzen, sondern es gibt ja auch noch andere Aufträge. Wir versuchen das immer farblich zu unterteilen. Also, dass wir weniger Materialverschwendung haben, versuchen wir von ähnlichen Farben oder wenn es geht sogar von den gleichen Farben aus verschiedenen Modellen das zusammenzufassen, wenn natürlich nicht die Zeit drängt. Anhand des Musterkastens sehe ich, wie viele Werkzeuge ich brauche und demzufolge kann ich dann feststellen, wie lange das ungefähr dauert. Die Werkzeuge, das ist für uns, muss man sagen, sehr viel wert. Da steckt sehr viel Arbeit drin. Und demzufolge sollte man da schon sehr achtsam und vorsichtig damit umgehen. Wir haben hier einen Raumentfeuchter. Da ist extra dafür da, dass die Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten wird. Und zum anderen werden die Werkzeuge konserviert, gewartet, gereinigt. Die Werkzeuge, wenn ich jetzt eins brauche, da haben wir Nummern dazu und da kommt unser Musterkasten wieder ins Spiel. Da stehen nämlich die ganzen Nummern immer drauf. Erst bei neueren Werkzeugen wurden die Nummern dazugefügt, bei älteren Werkzeugen stehen sie nicht drauf und da hilft uns dieser Musterkasten dann enorm, die Werkzeuge zu finden, weil da eben Nummern hinterlegt sind.
Und ich würde sagen, wir schauen uns das ganz einfach jetzt mal praktisch an. Sonst suche ich immer jedes Werkzeug einzeln raus, um das eben in der Produktion zu bringen und dann eben einzubauen. Aber würde das jetzt rein praktisch zur Ansicht die ganzen Werkzeuge raussuchen. Und ich würde sagen, es geht los. Ja, die beiden sind vor Kaffee trinken gegangen, mache ich alleine weiter. Gibt mir nämlich die Gelegenheit, mal über ein Thema zu philosophieren, das hier auch noch stattgefunden hat, nämlich der Messeranlagenbau. Es gibt eine neue Messeranlage, der Matthias Börner, Dioramenbauer und Modellbauer der Firma Auhang. Und ich haben uns dieses Jahr mal zusammengeschmissen und haben einfach gesagt, wir bauen eine neue Messeanlage. Verwendet haben wir dafür natürlich die neuen Unterbaumodule von der Firma Auhang. Ich kann Ihnen eins sagen, wir wollten eigentlich viel größer bauen, aber wie wir ja vorhin schon gehört haben, es gab nicht mehr genug Module. Wir haben sowieso gesagt, wir bauen die Messeranlage dieses Mal nicht komplett fertig, sondern es werden einfach so freigestaltete oder noch nicht fertig gestaltete Bereiche geben auf der Anlage, die später erst fertiggestellt werden. Aus dem einfachen Grund, die Messeanlage dient ja in der ersten Linie dafür, die Neuheiten zu präsentieren. Und da jetzt noch nicht alle Maße zum Beispiel bekannt sind oder Ausführungen, alle Größen bekannt sind, haben wir gesagt, lassen wir einfach noch Bereiche frei. Vielleicht können Sie uns da auch noch Tipps geben, was wir auf der Messeanlage alles darstellen können oder was Sie denken, was noch fehlt. Wir freuen uns auf jeden Fall, denn zum allerersten Mal werden wir diese Anlage jetzt in Leipzig zeigen. Wir hoffen, dass Sie vorbeikommen und sich die Geschichte mal anschauen. Es wird sich natürlich auch wieder was drauf bewegen. Das wird eine Pendelautomatik sein, dass sich Züge oder Lokomotiven dort bewegen können. Beleuchtung wird es geben und kleinere Gags. Also freuen Sie sich schon mal drauf. Das ist eine ganz gute Sache. Jetzt gehen wir allerdings von Leipzig wieder zurück nach Marienberg, denn in unserer Werkstatt sitzt ja der Alexander. Einige Teile hast du schon vereinzelt. Wie gefällt dir das Modell? Also ich muss sagen, ich bin super begeistert von dem Modell. Wenn man überlegt, dass das Ganze in der Nenngröße TT gemacht wurde, ist selbst der Schriftzug auf der Motorhaube lupenrein zu lesen. Multicar steht drauf, super detaillierte Felgen, super detaillierte Reifen. Also top. Also was mir auf Anhieb gut gefallen hat, war ja der Umstand, dass dieses Modell wirklich Klarglas-Scheinwerfer hat, ne? Also die sind vorne eingesetzt. Finde ich großartig, ist doch aber für dich schon wieder eine Steilvorlage, ne? Ja, ich denke mal, da habt ihr fast an mich gedacht. Ich habe mir da was überlegt, aber lass uns nicht lange erzählen, lass uns einfach loslegen. Dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß dabei. Wir sind gespannt und sehen uns nachher. Als erstes werden wir uns jetzt mit ein paar Details am Führerhaus beschäftigen. Um verschiedene Details am Fahrzeug hervorzuheben, benutze ich verschiedene Farbtöne der Firma Revell Aqua Color und Lackmalstifter. Um das Ganze jetzt ein wenig realistischer zu gestalten, beginne ich mit der Fahrzeugalterung. Dazu trage ich Röschspuren mittels Schwämmchen auf den Kofferaufbau auf. Und jetzt trage ich auf die Fahrerkabine und auf den Kofferaufbau das hellgraue Washing auf. Der Multicar M24 Kofferaufbau ist geradezu prädestiniert für die Beleuchtung mittels LED. Wir werden hierfür vorne in die bereits vorhandenen Aussparungen LEDs einbauen für die Frontbeleuchtung und wir werden hinten am Chassis zwei LEDs für die Heckbeleuchtung in Rot natürlich dann einbauen.
Ich habe mir hier für den Einbau der Frontscheinwerfer zwei Markierungen auf der Rückseite des Glaseinsatzes gemacht. An die Stelle sollen jetzt später LEDs kommen. Das heißt also, dafür stören aber diese Angüsse und die müssen jetzt entfernt werden. Für den Einbau der LEDs werden zwei Löcher benötigt, um dort die Kupferlackdrähte durchzufädeln. Dafür verwende ich einen 0,5 mm Bohrer. Ich habe den ersten Scheinwerfer schon bestückt. Das zweite machen wir gleich mit der nächsten LED. So, und zum Ankleben habe ich die LED, wie man hier schon sieht, ein wenig abgewinkelt. Wird ein bisschen Sekundenkleber hinten auf die Rückseite der LED aufgetragen. Und dann versuchen wir das Ganze hier halbwegs gerade an die Stelle zu setzen, wo wir vorher die schwarze Markierung gemacht haben. Nachdem die LEDs jetzt sitzen, wird es von hinten in die Fahrerkabine eingeklebt. Für die Fixierung und die Herstellung der Scheinwerferlinsen werde ich jetzt einen UV-Kleber verwenden. Dieser UV-Kleber wird dann an der Stelle der Scheinwerferlinsen hier vorne aufgetragen. Und dann wird das Ganze hier über UV-Licht ausgehärtet. Es dauert einige Sekunden. Nachdem alle LEDs fertig verbaut sind, das heißt also auch die Kabelführungen sauber verlegt wurden und durch den Fahrzeugboden des Kofferaufbaus gefädelt wurden, werden jetzt alle LEDs in Reihe geschaltet. Das heißt also, dass im Endeffekt nur noch ein Plus- und ein Minuspol übrig bleiben. Ja, er ist fertig beleuchtet. Scheinwischer sind dran, Kennzeichen sind dran. Somit ist er jetzt fertig für den Einbau in ein Diorama. Mir hat Spaß gemacht, ist ein super Modell geworden und ich gebe zurück an die Herren ins Studio. Bis denne. Ja. Das ist Alex, oder? Das hat sich da echt gelohnt. Da. Einmal frei, was er gemacht hat. Klasse. Steint man immer wieder. Oh, mit dem Licht da drin? Oh, das sieht überall aus. Da muss ich mal fragen, ob er mir das abtritt da. Na, mein lieber Mike, das kannst du aber vergessen. Ach, schade. Da haben wir uns was anderes einfallen lassen. Was denn? Wir werden das am besten dann auf der Messe versteigern. Ah, das ist eine gute Idee. Für einen guten Zweck einfach. Na, überlegen wir uns noch was bis zum Ende der Sendung. No? Wunderbar. Haben wir den also auch untergebracht. Aber Multicar ist natürlich ein tolles Stichwort, weil den M24 soll es ja auch in Hannover bald geben. Nämlich, da sind wir dann bei Minicar. Warum haben wir so lange nichts mehr davon gehört? Wir waren einfach mit den anderen Sachen noch sehr beschäftigt. Mhm. Der Multicar ist fertig konstruiert und die ersten Werkzeuge sind auch konstruiert und werden jetzt begonnen in der Produktion. Jetzt will ich aber auch wissen, was kommt für Varianten, das wollen bestimmt die Zuschauer auch wissen. Wir werden verschiedene Varianten machen, das ist ja ganz klar. Na klar. Haben ja ganz verschiedene Möglichkeiten. So wie wir es in TT jetzt gebracht haben mit dem Koffer, das wird auf jeden Fall auch kommen. Das wird dabei sein. Ja. Gibt es denn schon Teile zu sehen vom Multicar? Nee, Mike, vom Multicar haben wir noch keine Teile. Aber vom Leutewagen. Wofür hat man da das Ding überhaupt genommen? Der Leutewagen war einfach als mobiler Pausenraum genutzt worden auf Baustellen oder in der Landwirtschaft, ganz unterschiedlich. Also es hat nichts mit dem Nein, Glockenläuten nicht, zu tun. Nicht das Glockenläuten, sondern die Leute, der Mensch sozusagen. Genau. So, und da schauen wir nochmal zum Kai in Werkzeugbau, ob jetzt die Deichsel hält. Jetzt ist es schon wieder ab. Wie war die Frage nochmal? Kai, jetzt steht ja die Marke Minicar nicht nur für Multicar, sondern ihr habt ja auch noch ein anderes Modell schon als Handmuster zumindest angekündigt. Genau, der sogenannte Leutewagen. Ja. Hier habe ich schon ein fertiges Modell. So ist eigentlich so gut wie serienreif, noch ein paar Kleinigkeiten, was wir optimieren müssen. Und bedruckt ist er natürlich noch nicht. Die Gummis, die Fenstereinfassung, das waren ja solche Profilgummis, die waren. Ja, genau, bedruckt. So einen dicken. Genau. Ja. Und die Rückleuchten, die werden auch bedruckt. Du hast vorhin gesagt, es müssen noch so ein paar kleine Arbeiten gemacht werden. Also für mich sieht das Ding ja wirklich schon komplett aus. Also was muss denn jetzt noch gemacht werden? Wir haben auf dem Dach noch ganz leicht Auswerferabdrücke sichtbar.
Das bedeutet einfach, dass das noch nicht optimal vom Kern entformt. Wenn man jetzt so das Modell sieht, man denkt ja mal so, naja, der Anhänger, da ist jetzt nichts Besonderes dran. Aber wenn man das so stehen sieht, also du merkst schon, ich habe schon wieder ein Schmunzeln im Gesicht, weil das ist einfach klasse geworden. Aber trotzdem mal die Frage, was gefällt dir an dem Modell am meisten? Am meisten die Reifenbeschriftung. Okay. Ist natürlich auch wieder drauf. Genauso wie beim T100? Wie beim T170 und T172. Ja, genau. Auch schon, ja. Das ist dabei, ja. Die und auch da sind sehr filigran geworden, habe ich gesehen. Ja. Vielleicht kann man die nochmal kurz zeigen. Das ist echt fantastisch. Ja, jetzt hast du sie schon wieder in der Hand. Ja. Ja, mit der Deichsel, da müssen wir noch was machen, aber die Jungs und Mädels, die schaffen das. Natürlich gleich an dich die Frage, ab wann wird es den Leutewagen denn im Fachhandel geben? Geplanter Auslieferungsstart ist Anfang des Jahres, also 2022, werden im, denke ich mal, Januar soweit sein, dass wir die Ware dann ausliefern können. Und sobald es nähere Informationen gibt dazu, geben wir das natürlich gern weiter. Mhm. Ja. Sehr schön. Guck mal, ich habe was vorbereitet. Oh, der schön. Alexander war nämlich so lieb und hat uns mal eine originale Minicar-Schachtel, wie sie früher mal produziert wurden, mitgebracht. Viele von Ihnen werden sich an diese Schachteln noch erinnern. Und ich nehme mal an, es wird natürlich auch für die Minicar-Fahrzeuge neue Schachteln dann geben, oder? Ja, selbstverständlich. Und da habe ich sogar schon was vorbereitet. Ach, der ist ja gut, der Mann. Wir haben hier die ersten Designstudien, kann man so sagen. Ja. Also das sind noch nicht die fertigen Schachteln. Das sind noch nicht die fertigen Verpackungen. Das sind jetzt einfach so Plottermuster, die wir bei uns über den Digitaldrucker drucken lassen und dann schon mal zusammensetzen. Wir haben jetzt versucht, natürlich das alte Design etwas aufzufassen. Ja. Wir hatten eine Idee, das erstmal so in so einem Anthrazit zu machen, so wie die Website jetzt noch auch aussieht vom Grundton her. Ja. Sind davon aber dann ein bisschen abgekommen und werden es wieder eher in den Rotton gehen, sodass wir die Farbe von dem Minicar, wie es auch früher war, es gab ja, das ist ein sehr, sehr roter Ton, es ging ja auch mehr manchmal so in Richtung Pink. Ja, die Farben gab es, glaube ich, so, das war nicht immer so einheitlich. Nee, immer das, was da war, wurde genommen. Genau. Ja. Und dass wir da in diese Richtung wieder gehen. Natürlich, das Logo musste auftauchen. Also das ist schon klasse. Also das ist ja 1:1 umgesetzt. Ja? Also dieser schöne alte Schriftzug, ich finde den wahnsinnig zeitlos. Ja? Den habt ihr wirklich komplett übernommen? Genau, der wird übernommen. Und wir haben hier auch dann sagen wir mal, so verschiedene Seitenlayouts entwickelt, was jetzt genau drauf kommt. Wir haben es ein bisschen stilisiert gemacht dann. Letztendlich sieht man das dann hier ganz gut, dass wir hier an dem alten Design mit der seitlichen Ansicht, dass wir das mit verwendet haben. Also es ist ja wirklich, ja, genau. Ja, und auf der Rückseite ist ein farbiges Bild dann drauf, dass man wirklich sieht, wie das Modell dann fertig zusammengebaut ist. Und ich sehe hier, also Leutewagen habt ihr ja schon auch eine Designstudie gemacht, eine Schachtel da. Genau. Ja, hier haben wir den Leutewagen. Und es geht ja nicht immer bloß darum, das Design sagen wir, festzulegen von der Schachtel, sondern man muss ja auch die Größe festlegen. Ne? Diese Größe war jetzt für ein Fertigmodell, so wie es damals war. Ja, genau. Die waren damals die ersten fertig. Modelle von uns sind ja Bausätze, also die Teile lose. Und da haben wir ja hier ganz frisch aus der Spritzgussabteilung die ersten Musterteile von dem Leutewagen. Das ist ja klasse. Das ist jetzt der komplette Bausatz hier. Das ist schon jetzt der komplette Bausatz. Wir sind jetzt die ersten Sachen komplett fertig. Und da wird natürlich dann jetzt auch nochmal überprüft, wie groß muss die Verpackung sein, damit dann auch wirklich alles reinpasst. Ja, das sind so die Arbeiten, die halt im Hintergrund auch passieren. Wenn das Produkt dann fertig im Regal steht, dann ist schon sehr, sehr viel Leistung da hineingeflossen. Für den Leutewagen gibt es eine Inneneinrichtung, also Tische und Stühle. Also die Stühle sind wirklich so super filigran. Die Stühle sind ja wie beim Vorbild stapelbar. Ja, genau, wunderbar. Die kann man übereinander bringen, um Platz zu sparen, so wie das bei den Originalen war. Das ist doch wohl klasse. Coole Sache. Ja. Ich glaube, wir haben beide den gleichen Gedanken. Ja. Pass mal auf, der langweilt sich doch da drüben. Genau, ich denke, der Alex, der hat Zeit. Ja. Tja, Mensch, mit dem Pumpenschlepper, da könnten sie eigentlich auch mal wieder was machen. Der soll doch einfach Licht einbauen. Das ist eine gute Idee. Dann machen wir das so. Ich nehme mal und gehe bringst das rüber. Rüber. Genau, und dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. Genau. So, jetzt bin ich hier erstmal Alleinunterhalter, aber macht nichts. Ich glaube, wir machen das so, wir schalten gleich mal rüber zum Alexander und gucken mal, was der aus dem Leutewagen macht. Viel Spaß. Oh.
Hey Alex. Hi. Ich habe hier die neuesten Abmusterteile von unserem Leutewagen. Sind ganz frisch aus der Maschine gekommen. Ja. Und wir dachten uns so, du könntest uns da mal einen schönen Tipp dazu machen. Du kannst sie dir mal angucken und baust mal eine kleine Beleuchtung dazu ein, damit man die Inneneinrichtung besser sieht. Ja. Also, stell mal zu. Ja. Das ist ganz frisch aus der Maschine. Macht dir bestimmt Spaß. Ja. Danke. Bis gleich. Ja. Gut. Ciao. Neue Teile. Bevor wir mit dem Lackieren beginnen, müssen wir ja noch die LEDs einbauen. Dafür habe ich hier schon einen Kabelbaum vorbereitet. Da befinden sich zwei LEDs in Reihe und die werden jetzt an die Decke des Kofferaufbaus mit Sekundenkleber befestigt. Nun geht's weiter mit der Lackierung mittels Airbrush. Für die Airbrush-Lackierung verwende ich Farben der Firma Vallejo. Die Airbrush-Farben sind in der Regel immer schon fertig verdünnt für die Airbrush. Eventuell nochmal nachverdünnen und vorher immer mal an einer unauffälligen Stelle oder Spritzlingsrest mal probieren, ob soweit von der Verdünnung her hinhaut. Jetzt kommen wir zu den Tischen. Da werden wir uns den Tischplatten zuwenden. Dazu benutze ich die Farbe Wood von Vallejo. Die decken zu Anfang natürlich nicht ganz so gut durch, aber das macht alles nichts. Das kann man ja so beliebig oft wiederholen, bis man die Deckkraft hat, die man haben möchte. Jetzt nehme ich für die Gestaltung der Tischoberflächen und zur Heraushebung der Holzstruktur eine dunkle Farbe. Dann wird sich ein kleines Stückchen Schwämmchen genommen und damit werden wir jetzt die Farbe ganz vorsichtig auf die Tischplatte aufstreichen. Nachdem die Tische nun fertig koloriert sind, habe ich die Stühle ebenfalls nochmal nachkoloriert. Jetzt reinige ich die LEDs, die ja beim Lackieren Farbe abbekommen haben. Dazu verwende ich Isopropanol. Diesen bekommt man in jeder Apotheke und danach können also die LEDs super leuchten. Da das Modell ja noch eine erste Abmusterung ist, sind die Teile noch nicht bedruckt. Und ich werde das Ganze jetzt hier so ein bisschen ändern, indem ich mir für die Fenstereinsätze die Gummidichtung nachbilde mit einem schwarzen Lackmalstift und den Quersteg, der aus Aluminium war, mit einem silbernen Lackmalstift. Als nächstes widmen wir uns dem Fahrwerk. Dazu wird das Fahrwerk mittels Pulverfarben gealtert und anschließend mit Mattlack fixiert. Warum machen wir das Ganze mit Mattlack? Da Pulverfarben auf dem Kunststoff nicht halten, muss das Ganze also fixiert werden und somit ist es dann abriebfest. So, nun ist alles getrocknet und ich habe auch gleichzeitig noch ein paar Figuren mit auf die Stühle gesetzt. Jetzt kann das Modell gemäß Bauanleitung zusammengesetzt werden und kann dann die Elektronik auf dem Unterboden des Fahrgestells verbauen. So, Tür ist dran. Komplett ist er auch. Mir hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, der geht jetzt gleich aufs Diorama und ich gebe zurück zu den dreien ins Studio. Tja. Dann würde ich mal sagen, hat er wieder richtig einen rausgehauen. Also das ist schon krass, absolut, oder? Super, gibt's überhaupt nichts. Diese Beleuchtung und so, also Wahnsinn. Wunderbar. Ja, da haben wir ja noch was, was wir in Leipzig versteigern können. Ja, genau. Und wir haben ja gesagt, wir wollen es für einen guten Zweck machen. Ja, habt ihr euch was überlegt? Haben wir uns was überlegt, genau so ist es. Wir haben ja fürs Hochwasser was gespendet. Wir haben noch eine Spendenaktion bei uns im Shop. Für krebskranke Kinder und Hospiz. Die noch läuft? Die noch läuft, dazwischen? Ja. Kann man noch aufgebaute Modelle erwerben. Und wir haben uns gesagt, wir wollen mal an was anderes gehen. Also nicht keine sozialen Sachen in dem Sinne, sondern was Gemeinnütziges. Wir haben ja mit Eisenbahn zu tun und wir haben hier in der Region ja eine Museumsbahn, die Bresenztalbahn, und die soll den Erlös davon erhalten. Genau. Klasse. Ja, das ist eine schöne Sache. Und mit den Vereinen sind wir auch immer in guten Kontakt. Mhm. Und da unterstützen wir uns gegenseitig. Das passt, finde ich. Aber wie komme ich jetzt an das Modell? Ja, versteigert wird es in Leipzig zur Messe. Mhm. Also ab morgen
kommen Sie zu uns auf den Stand in der Halle 3 am Stand G14. Da kriegen Sie dann alle Informationen, wie die Versteigerung vonstatten geht. Und ja, dort sehen wir natürlich unsere Herbstneuheiten, viele Dioramen, viel Anreiz. Du bist da. Ich werde da sein. Und zeigst Modellbau. Genau. Und dir kann man Löcher in den Bauch fragen. Zu ja, den, euch auch. Euch auch. Den, ihr seid ja auch ja, da. Wie genau. Kann ich was altern? Wie kann ich was mattieren? Oder solche Sachen. Und ganz wichtig, auf der Messe haben wir dieses Jahr natürlich auch wieder ein Sammlermodell. So wie die letzten Jahre auch schon. Vorgesjahr konnten wir es ja nicht zur Messe präsentieren. Das diesjährige Sammlermodell, der Bomsenschlepper mit der Betrug und KWO, also Kabelwerk Oberspree. Berlin, Berlin, ja, hallo. Über 10 Bedruckungen sind drauf. Die Kabeltrommeln sind bedruckt mit diesem typischen weißen Dreieck. Das kennen bestimmt auch noch ganz viele, die dann, ja, das mal gesehen haben, war ja üblich so, dass die rumgefahren ja, ja, und man sind, muss ja sagen, es sind Leerkabeltrommeln, ne? Die haben keine vollen hin und her gefahren damit. Also. Nee, mit dem Schlepper nicht, das waren dann wahrscheinlich andere Fahrzeuge oder genau. Dann, wenn, dann nur eine Kabeltrommel. Ja. Die Schachtel ist wieder genauso designt wie bei den ersten Sammlermodellen. Ja. Genau, haben wir die Zeichnung wieder vorne drauf, passend zum Modell. Ach, was die Katharina mal macht? Das ist ja, Katharina Zeichnung. Mal macht. Das genau. Muss man noch mal hervorheben. Ne? Also das ist wirklich handgezeichnet. Das ist nicht mit dem Computer irgendwie umgestellt mit irgendeinem Klick, sondern das ist wirklich eine Handzeichnung. Das ist wirklich Handarbeit und Spiegel liegen bei, Nummernschilder liegen bei. Klasse. Es ist ja Hand zusammengebaut in Deutschland, hier bei uns. Genau. Dafür sind wir dann bei 35 Euro pro Stück. Der Matthias Börner und ich, wir haben uns ja sozusagen eine Woche eingeschlossen, haben gesagt, stellt uns Kaffee hin und sonst sowas. 450 Stück in einer Woche zusammengebaut. Das Fahrzeug hat komplette Gummiradausstattung. Hinten haben wir nochmal das Nummernschild draufgedruckt. Die Rückleuchten sind zweifarbig bedruckt und so weiter. Also eine richtig coole Sache. Und sehr schön, eine Sache habe ich jetzt noch. Das ist gut geworden. Das ist mir nämlich vorhin eingefallen, als wir über den guten Zweck gesprochen haben. Mhm. Wir haben, der Matthias Börner und ich, im Vorhinein schon mal ein Fahrzeug komplett signiert, sieht man hier vielleicht so ein bisschen. Ich versuche es mal in die Kamera zu zeigen. Und im Hänger haben wir den Fertigungszeitraum mit eingetragen. Und der bekommt natürlich noch eine schöne Schachtel von euch. So, und dann habt ihr jetzt noch ein drittes Modell für den guten Zweck in Leipzig. Das ist sehr schön. Da freuen wir uns. Apropos Leipzig. Ja. So langsam müssen wir los, weil morgen ab 10 sind Sie herzlich willkommen bei uns am Stand in der Halle 3. In der Halle 3 am Stand G14 sind wir dieses Jahr. Kommen Sie rüber, wir haben unser Sammlermodell für dieses Jahr und wir haben auch das Sammlermodell vom letzten Jahr noch mal ein paar Stück mit. Da ja keine Messen waren, können wir da noch mal welche mit anbieten. Wir haben ganz viele Sachen aus unserem Sortiment dabei, wir haben die Neuheiten dabei, die im Herbst jetzt rausgekommen sind. Wir sind da, wir freuen uns auf Ihre Fragen, auf Ihre Anregungen und ja, wir sind heiß auf die Messe. Wir sind froh, dass es wieder losgeht. Genau. Ja, und bevor wir uns jetzt verabschieden, müssen wir Alex! Da ist er schon. So, muss der Alexander natürlich auch noch mit dazukommen. Der hat heute den ganzen Tag hier geschuftet. ich darf mich bei allen bedanken, die vor und hinter der Kamera mitgewirkt haben. Ist eine Heidenarbeit wieder gewesen. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma Auhang. Denn ohne die Unterstützung hätten wir heute hier gar nicht den ganzen Tag Sendung machen können. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. Ciao.